Und zu den Kostensteigerungen in der Landwirtschaft passen die neuesten Zahlen aus Wiesbaden. Danach ist die Teuerungsrate hierzulande inzwischen so hoch wie seit fast 50 Jahren nicht mehr. Im Mai kletterte sie auf 7,9% und damit den dritten Monat in Folge auf einen neuen Höchststand. Treiber der Inflation waren laut Statistischem Bundesamt erneut vor allem die Kosten für Energie, aber auch Nahrungsmittelpreise. Anja Kohl in der Frankfurter Börse. Der höchste Stand seit knapp 50 Jahren. Ist denn irgendwo auch mal Entspannung bei der Inflation in Sicht? Leider nicht. Im Gegenteil, die Preise dürften noch weiter steigen. Denn das Fiese an dieser Inflation ist, sie steht auf zwei Beinen, nämlich Energiepreise und Lebensmittelpreise, die steigen. Energie wird noch teurer werden, weil das Angebot knapp bleibt und weil der Ukraine-Krieg nicht endet. Und viel Energie steckt in Lebensmitteln, im Dünger zum Beispiel, den die Landwirte verwenden, im Transport der Nahrungsmittel in die Supermärkte, wo wir dann die Rechnung bekommen, die wir am Ende bezahlen. Die EZB, die Europäische Zentralbank, stemmt sich faktisch immer noch nicht gegen diese Inflation. Es gibt bisher keine Zinserhöhungen. Das alles führt dazu, dass auch Anleger nervös bleiben. Auch heute viel auf und ab am deutschen Aktienmarkt. Ein Minus im DAX von 0,7%. 13.330 der aktuelle DAX-Stand. Morgen tagt in den USA die Notenbank. Dort wird ein großer Zinsschritt erwartet. Und dort werden Rufe wirklich laut nach mehr Wucht im Kampf gegen die Inflation. Anja Kohl, danke schön nach Frankfurt am Main.